gibt in Deutschland bisher sehr wenige belegbare Vorfälle. Deswegen werden auch immer die gleichen Vorfälle zitiert. Das hat aber auch die unangenehme Konsequenz, dass das Risikobewusstsein der Betreiber heute sehr dünn ist und noch nicht genug passiert. Es muss wahrscheinlich immer erst etwas einschlagen, damit die Leute sich der tatsächlichen Bedrohung bewusst werden, weil die Angriffe werden immer professioneller und das Risiko steigt permanent. Aber die meisten warten darauf, dass sie es tatsächlich am eigenen Leib erfahren haben, bevor sie aktiv werden.